Herzlich willkommen zu unserem Hopfen-Update im Juni. Wir stehen hier im Hopfengarten der Sorte Tradition. Die Pflanzen haben eine Wuchshöhe von 5 bis 6 Metern erreicht, was etwa 70 bis 90% der Gerüsthöhe entspricht und dementsprechend einem BBCH-Stadium von 37 bis 39. Auch die Seitenarme sind schon sehr gut sichtbar, wo später dann auch die Dolden entwickelt werden. Insgesamt sind wir in der Entwicklung im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre etwa eine Woche zurück, was aber für den Hopfen eher vorteilhaft sein kann. Die Witterung war im Frühjahr eher warm und trocken. Jetzt im Juni haben wir ausreichend Niederschläge bekommen. Mit etwa 100 Liter pro Quadratmeter und mehr ist der Boden ausreichend mit Wasser versorgt und das soll für den Monat Juni erreicht. Diese Witterung begünstigt aber auch verschiedene Krankheiten und Schädlinge. Der Landwirt muss besonders achten auf die Blattlaus und die Peronospora, aber auch der echte Mehltau und die rote Spinne müssen kontrolliert werden. Von da aus geht der Befall los mit der Blattlaus, mit der Hopfenblattlaus. Aber aktuell sieht man jetzt hier nicht viel. Der Hopfenbauer hat wahrscheinlich schon gegen die Laus behandelt. Der schaut ganz danach aus. Auch die Fliege ist immer da. Die Blattlausfliege, die Aphisfliege. Ziel ist es eben, den Hopfen gesund in eine nächste Entwicklungsphase zu bringen, die Blüte. Dafür muss er aber pünktlich erstmal die Gerüsthöhe erreichen zu Johanni. Das haben wir eben jetzt schon fast erreicht. In der nächsten Hop-Update im Juli werden wir dann schon die ersten Blütenansätze hier an den Seitentrieben finden. Bis dahin!